Einmal im Jahr verwandelt sich die Kultur- und Balerstadt Güstrow zur Feiermeile. Am See war wieder allerhand zu erleben, für jedes Alter. Ob Gruselspaß in der Geisterbahn, die Suche nach dem Glück an der Losbude oder Adrenalinkicks in den Fahrgeschäften. Sogar einer der besten Shantychöre des Landes aus Rerik hat vorbeigeschaut. Und wer sich sportlich betätigen wollte, hatte die Chance beim zweiten Tagesbeachvolleyballturnier. 20 Männer und 15 Mixteams kämpften um den Inselsee-Pokal. Das Inselseefest, ein großer Spaß für Groß und Klein im grünen Herzen Güstrows.